Stufe 3. 3. Ich zeige die Figur einmal am Stück, gleich von Anfang an vor, dann wisst ihr, was euch erwartet. Figur stand aus dem Flirt, also aus dieser Seitwärtsposition, aus dem Rutsch raus. Wiege, einmal hin, einmal her. Wiege, Klasse hin, Klasse her. Ich hole die Dame zurück über einen Damen-Solo-Rückweg. Wiege, hole sie zurück, aber wiege, schmeiß sie raus. Wiege, hole sie zurück, wiege, schmeiß sie raus. Und ich sage, nö, ich hole sie zurück, lass dabei, Grundschritt. Und fertig, das ist die gesamte Figur. Ich wiederhole es ein bisschen, aber ich erkläre es mir jetzt natürlich noch ein bisschen. Das heißt, aus dem Flirt raus seine Schritte. Das heißt, Dame ist neben mir, ja? Er hat Wiege, normalerweise im Jive immer Chasse 1, Chasse 2. Jetzt kommt die Ausnahme, dieses Ding heißt Stop and Go. Heißt, ich trete während der Figur einmal wie auf so eine Bremse im Auto drauf, deswegen Wiege, Chasse 1. Jetzt kommt hier eine Wiege vorwärts mit dem Viertel gedreht und jetzt kommt Chasse 2. Heißt, mein neuer Rhythmus ist Wiege, Chasse 1, Wiege, Chasse 2. Einmal von der anderen Position gezeigt. Ihr habt Wiege, Chasse 1, Wiege, Chasse 2. Wiege, Chasse 1, Wiege, Chasse 2. Das macht ihr während der gesamten Figur. Die Dame selber, wir müssen das gleich paarweise. Die Dame denkt im Endeffekt auf der Position, oh, er holt mich zurück über so einen Damen-Solo-Rückweg und auf einmal werde ich gestoppt. Deswegen ganz wichtig, seine rechte Hand, die kommt quasi Wiege jetzt schon zum Vorschein, dass sie sieht, oh, das wird wohl die neue Figur Stop and Go sein, dass sie hier, machen wir mal der Wiege, Wiege, unten durch, hier die Hand am Rücken merkt, stopp. Jetzt kommt noch die Wiege für beide. Er geht vorwärts, sie geht in die Rückwärtswiege. Wiege. Und jetzt go, stop and go. Ich schmeiße die wieder raus. Seit Schluss, seit. Am Stück immer. Wiege. Fangen sie auf, stopp. Go, schmeiß sie raus. Wiege. Fangen sie auf, stopp. Go, schmeißt sie raus. Und ihr seid aus Damenposition. Ihr habt immer Wiege rückwärts, die da, merkt hier den Widerstand hat, Wiege wieder raus. Ich hoffe, ich immer rückwärts. Seid ruhig als Herr, offensichtlich, was die Führung angeht, was ihr rechtzeitig merkt, na, stop and go. Das heißt, ihr könnt aus der Flirtposition, Zeit, Schluss, die Hand ein bisschen demonstrativ rausstrecken, wiege, unten durch, stop, go, wieder raus, sieht sie die Hand, weiß sie, jupp, stop and go, da ist sie nicht mehr da. Die und die heißt das, Grundschritt, also dann so rückwärts, wie immer, wiege, chasse. Das ist die zentrale Figur, einmal ganz kurz ohne Musik, aus dem Grundschritt raus, wiege, heißt eigentlich nur, wiege, unten durch, seit Schluss, seit. Dann könnt ihr euch Zeit lassen, macht Figuren, was ihr könnt, alles drum und dran. Holt die Dame zurück, aber vergesst die Hand nicht, dass ihr wirklich habt. Wiege, unten durch, stop, go, was lasst ihr, ne? Ohne loslassen, ne? Stop, go, bis die Hand weg ist, unten durch, seit Schluss, seit, fertig. Dann mal mit Musik. Schützt euch ein ab, habt Spaß, wenn es doch in Ordnung ist.